Faszination des Höhenfluges. Wir nähern uns den versteinerten Riesen in ihrem Schneepanzer, einer kalten Geisterwelt unter tropischer Sonne. Ein Labyrinth aus Eis und Feuer. Hier kannst du der alten Mutter Erde direkt in den Bauch schauen. Dort, wo er heute noch am stärksten rumort, in den Anden, im Süden Perus. Fünf bis 6.000 Meter hohe Vulkane, viele noch aktiv. Einst galten sie als Throne der Götter und Dämonen. Die Indianer haben sie hoch verehrt und trotz ihrer Gefährlichkeit sogar bestiegen. Auf dem 5510 Meter hohen Picchu Picchu machten Bergsteiger vor wenigen Jahren eine sensationelle Entdeckung. Sie fanden eine Kultstätte der Inkas mit einem geopferten Kind. Sein Schädel wies schwere Verletzungen auf. Neben dem Toten lagen drei Figürchen aus Gold, Silber und Speckstein. Begleiter auf der Reise ins Jenseits und Opfergaben für die lebensspendende Erdmutter. Die gewaltigen Göttersitze säumen einen Fluss, der sich abgrundtief in die erkaltete Lava eingegraben hat und sich durch einen atemberaubenden Engpass zum Meer kämpft, der Rio Colca. Der Colca entspringt in 5000 Meter Höhe, bahnt sich einen kurvenreichen Weg durch die Barriere der Anden und heißt danach Maches. Sobald er die Wüstenzone erreicht, ändert er seinen Namen noch einmal. Als Rio Camana mündet er nach 450 Kilometern in den Pazifik. Bester Ausgangspunkt für eine Expedition in dieses faszinierende Flusstal ist die Stadt Arequipa. Arequipa wurde 1540 zu Füßen der heiligen Vulkane und auf den Überresten einer indianischen Siedlung gegründet. Rund um die Plaza mit der Kathedrale blieben noch viele Gebäude aus der spanischen Kolonialzeit erhalten. Herrenhäuser aus hellen Silla-Quadern, einem porösen vulkanischen Tuffstein, die Fassaden üppig dekoriert. Stolz und mit Recht nennt sich Arequipa Ciudad Blanca, die weiße Stadt. Mitten im Zentrum liegt eine Stadt für sich, verborgen hinter meterhohen Mauern, das Kloster Santa Catalina. Es wurde 1580 gegründet für Damen von Adel, die nach unglücklichen Liebesaffären oder aber aus freiem Willen den Schleier nahmen und ihr Leben nur noch Gott widmen wollten.
Erst 1970 öffneten sich die Klosterpforten auch für normale Sterbliche, vor allem Touristen. Man glaubt, durch eine andalusische Kleinstadt zu schlendern. Kleine Plätze, Brunnen, verschlafene Kreuzgänge, eine Oase des himmlischen Friedens. Aber das Idyll trügt. Vieles hier wurde neu aufgebaut, nach schwersten Zerstörungen. In einer Ecke des Klosters erinnern Ruinen und ein Schild an die zahlreichen Erdbeben, die Arequipa heimsuchten. Nur die Jesuitenkirche La Compañía hat alle Naturkatastrophen heil überstanden. Sie ist nicht nur das schönste Gotteshaus der Stadt, sondern ein Hauptwerk des schon tropisch wuchernden Barockstils in Peru. ...1590 wurde der Grundstein gelegt. Die Jahreszahl 1698 markiert das Ende der Bauarbeiten. Geweiht ist die Kirche St. Jakob, dem Maurentöter. Er war der Schutzpatron der spanischen Konquistadoren, die mit dem Schlachtruf Santiago einen ganzen Kontinent eroberten. Nicht nur die spanische Krone hat davon profitiert, sondern auch die Kirche. Sie stellte ihren Reichtum werbewirksam zur Schau und scheute keinen Aufwand, um die sinnesfrohen Indianer für den neuen Glauben zu begeistern. Dazu diente auch der prächtige Hochaltar von La Compañía. Bei aller Bewunderung für dieses Meisterwerk aus Zedernholz, an seinem Gold kleben Schweiß, Blut und Tränen unzähliger Indianer. Die Spuren der Ureinwohner sind noch nicht ganz verweht. Sie führen vom quirligen Arequipa ins einsame Reich der heiligen Vulkane. Wir sind ihnen gefolgt. Fünf Uhr früh. Aufbruch aus der weißen Stadt Richtung Norden. Als wir die Hochebene erreichen, hat die Sonne den Bodennebel fast aufgelöst und wärmt schon die Flanken des Misti. Der 5.822 Meter hohe Vulkan ist das Wahrzeichen von Arequipa. Sein erster großer Ausbruch wütete im Jahre 1600. Damals flüchteten Hunderte von menschenscheuen, wildlebenden Kamelschafen aus dem Bergland in die zerstörte Stadt. Es waren Guanacos und Vicuñas. Vicuñas trifft man noch heute hier oben in freier Wildbahn. Mit den ersten Sonnenstrahlen ziehen die grazilen Verwandten der plumpen Lamas in kleinen Rudeln über die Puna auf der Suche nach Futter. Einst sicherten die Inka-Herrscher mit ihrem strengen Jagdrecht den reichen Bestand an Vicuñas. Heute schießen geldgierige Wilderer sie wegen ihrer feinen, weichen und deshalb äußerst begehrten Wolle ab. Hier oben leben noch etwa 3000 Tiere in Freiheit. Ihr Revier reicht bis zu den vergletscherten Vulkanen am Horizont. Einer von ihnen, der Sabancaya, ist seit kurzem wieder aktiv. Aus seinem Krater weht ständig eine Rauchfahne. Auf der kargen Hochebene und in dem rauen Klima wachsen nur wenige widerstandsfähige Pflanzen, wie diese giftgrünen, runden Polster. Das Naturwunder heißt Yareta.
Ihre Oberfläche setzt sich aus tausenden winziger, fleischiger Blätter zusammen. Sie sorgen dafür, dass die Pflanze in diesem Trockengebiet kaum Wasser verliert. Die Jarreta ist steinhart. Man kann sie nur mit einer Spitzhacke aufbrechen. Zum Vorschein kommt eine faserige Masse, die übereinander gelagerten Schichten vieler Vegetationsjahre. Sie enthalten sehr viel Harz und bilden, wenn sie trocken sind, einen ausgezeichneten Brennstoff. Die Indios heizen damit. Auch wir haben die Probe aufs Exempel gemacht. Das Zeug brennt wie Zunder. Mein Höhenmesser zeigt 4580 Meter an. Inzwischen ist es Mittag geworden und angenehm warm in der Sonne. Erst jetzt beginnen die Eiszungen am Rand der Piste zu tauen. Wir verlassen die Hochebene. Zwei gewaltige Granitpfosten bilden das Tor zu einer völlig anderen Landschafts- und Klimazone. Wir nähern uns dem Kolkartal. Bei der stundenlangen Fahrt durch die einsame Gegend kann man sich kaum vorstellen, dass hier jemals Menschen lebten. Und doch war das trostlose Hügelland schon vor langer Zeit besiedelt. Wir sind auf der Suche nach uralten Wohnplätzen, fahren durch eine Steppe. Auf dem sandigen Boden wachsen nur zypressenartige Färberstauden. Das letzte Stück müssen wir zu Fuß gehen. Mächtiger Felsüberhang, darin ein kleines Grab, längst geplündert. Dann eine Höhle. Aha, da sind die also. Joachim, gibst du mir mal bitte die Handlampe? Ja, Botschaften aus dem Dunkel der Geschichte, schätzungsweise 8000 Jahre alt. Tiere in den Stein gebannt. Die Menschen, die diese Bilder in die Höhlenwand meißelten, waren schon sesshafte Hirten. Immer wieder stellen sie ihre Weidetiere dar, vermutlich für einen Fruchtbarkeitszauber. Neben trächtigen Lamas sieht man auch einen Vogel mit langem Hals und ausgebreiteten Schwingen. Wir werden ihm noch in Natura begegnen. Verwunschenes Schloss nennen die Einheimischen diese gigantische Felsbastion. Die Landschaft hier ist eng verwoben mit Mythen und Sagen. Wen wundert es da, wenn der Fluss, den wir durchqueren, Wasser voller Fruchtfleisch heißt?
Auf der Weiterfahrt kommen wir an fantastischen Bauwerken vorbei. Nicht der Mensch hat sie geschaffen, sondern die Natur. Wind und Regen, Hitze und Frost haben diese Urweltarchitektur aus den weichen Lehmformationen herausgeschliffen. So auch die Pfeiler dieser nie vollendeten Brücke, die der Volksmund Inka-Brücke nennt. Bei Sibayo erreichen wir das Kolkatal. In dem alten Dorf aus der Kolonialzeit feiert man gerade den Namenstag des Kirchenpatrons, die Fiesta San Juan. Auserwählte Männer tragen auf ihren Schultern ein reich geschmücktes Gestell mit der Holzfigur Johannes des Täufers um den Dorfplatz. Ehrfürchtig folgt die Gemeinde. Männer und Frauen haben respektvoll ihre Hüte abgenommen. Die musikalische Begleitung durch eine Blaskapelle gehört von alters her dazu. Solche Umzüge mit heiligen Bildern sind gut katholische Tradition. Hier aber mischen sich völlig fremde Elemente ein. Sonne und Mond tanzen vornweg. Sie symbolisieren jene himmlischen Mächte, die die Vorfahren dieser Menschen einst anbeteten. Auch wenn der christliche Märtyrer über sie triumphiert, die alten Götter sind noch heute gegenwärtig und spielen im Glauben der Indios eine elementare Rolle. Auch in Makka, einem anderen Dorf des Kolkatales, sind wir auf uralte heidnische Bräuche gestoßen. Mitten in der Kirche. Das Gotteshaus stammt aus dem 18. Jahrhundert. Eine riesige Halle ohne Bänke. Dafür aber ein goldstrotzender Hochaltar. Magischer Blickfang für die Gläubigen. Selbst die Seitenaltäre sind von oben bis unten mit Blattgold überzogen. Eine geradezu verschwenderische Pracht für das kleine Dorf und die arme Gemeinde. Früher jedoch waren die Ortschaften im Kolkatal sehr reich. Nach einer alten Chronik schmückten die Franziskaner ihre Kirchen mit dem Gold, das sie in Grabhügeln, Götzentempeln und in den Schneebergen fanden. Szenen aus unseren Tagen, die an die ergreifenden Bilder alter Meister erinnern. Als die Gläubigen ihre Andacht beendet haben, werden wir Zeugen eines ungewöhnlichen Vorgangs. Eine weise Frau, bewandert in altindianischen Heilpraktiken, berührt mit einer geweihten Puppe kranke Dorfbewohner. Die gleiche Methode wenden die Wunderheiler und Hexenmeister im Norden Perus an. Neben Püppchen, die mit geheimnisvollen Zeichen bemalt sind, benutzen sie auch getrocknete Katzenpfoten oder lebende Meerschweinchen. Die heilige Puppe
oder der zauberkräftige Körperteil eines Tieres sollen bei der Berührung jene bösen Geister in sich aufnehmen, die den Menschen befallen haben und ihm Schmerzen bereiten. So gelten selbst an christlicher Stätte noch heute heidnische Riten, die auch Gebetsformeln kaum verschleiern können. Nicht nur die alten Bräuche blieben erhalten, auch stumme Zeugen aus Stein erinnern an die reiche Vergangenheit des Kolkatales. Seine Ureinwohner, die Koyaguas, hinterließen große Städte, die durch viereckige Häuser auffallen. Die Wände treffen genau im rechten Winkel aufeinander. Das Mauerwerk wurde in präziser Schichtbauweise aus Bruchsteinen errichtet. In den Ruinen fand man Gebrauchsgegenstände aus Ton, wesentlich bescheidener als die fantasievolle Keramik anderer Völker im alten Peru. Unübertroffene Meister aber waren die Koyaguas in der Kultivierung des Bodens und der Anlage landwirtschaftlicher Nutzflächen. Dieses Jahrhundertwerk prägt bis heute das Plateau oberhalb des Flusscanyons. Die Koyaguas haben die Hänge auf beiden Seiten des Rio Colca in einem zweiten Schöpfungsakt völlig neu gestaltet. Sie legten in mühevoller Arbeit Tausende von Feldterrassen an und bewegten dabei Millionen von Kubikmetern Erde. Ihre hängenden Gärten entstanden nach wohldurchdachten Plänen, die bis heute erhalten blieben. Steinerne Dokumente, einmalig für ganz Südamerika. Dieser mächtige, von Menschenhand bearbeitete Felsen ist ein Architekturmodell, schätzungsweise 600 Jahre alt. Die genialen Landschaftsarchitekten der Koyaguas haben hier im Miniaturformat die Feldterrassen und Kanäle auf der anderen Seite des Flusses recht genau dargestellt. Bleibt die Frage, war dieses steinerne Modell schon da, bevor die Terrassen angelegt wurden, quasi als Entwurf, als Muster, oder entstand es erst später? Falls Letzteres zutrifft, kann es sich eigentlich nur um eine Kultstätte handeln, an der die Indianer opferten, um die Fruchtbarkeit ihrer Felder zu sichern. Sogar zwischen den Zungen erstarrter Lavaströme und zu Füßen erloschener Vulkankegel breiten sich Terrassenfelder aus. Die Asche aus den Feuerbergen enthält wertvolle Nährstoffe für Pflanzen. Der jahrhundertealte Fleckenteppich liegt auf sehr fruchtbarem Boden. Zwischen den engsten Stellen des Flusses hat die Natur einen gewaltigen Trichter geformt. In die halbkreisförmigen Mulden wurden hunderte von mächtigen Stufen geschlagen, die von den Ufern des Colca nach oben führen. Die Anlage heißt mit Recht das Amphitheater. Die Koyaguas haben diese Terrassen in einer ökologisch vorbildlichen Weise gebaut. Sie nahmen Rücksicht auf die natürlichen Formationen und passten ihre Anbauflächen dem Gelände behutsam an. Ein frühes Beispiel für Landschaftsschutz. Die überdimensionalen Sitzreihen des Amphitheaters sind durch massive Stützmauern befestigt, die auch die Erosion verhindern. Auf den übereinander gestaffelten Nutzflächen baut man noch heute Kartoffeln, Mais und Gerste an.
Die Bauern dreschen das Getreide noch immer nach Art ihrer Vorfahren. Auch das ausgeklügelte Bewässerungssystem mit Hilfe der steingefassten Kanäle funktioniert noch, nach Jahrhunderten. Gleich neben dem Amphitheater, im Steilhang über dem Fluss, verbirgt sich eine Totenstadt aus vorspanischer Zeit. Etwa ein Dutzend Gräber kleben wie Schwalbennester unter den Felsvorsprüngen. Die meisten wurden von Grabräubern aufgebrochen und geplündert. Nur zwei, an der abschüssigsten Stelle, sind anscheinend noch unberührt. Ein Archäologe aus Arequipa hat die Genehmigung, diese Totenkammern zu öffnen. Natürlich kann er das nicht allein, sondern braucht dazu die Hilfe erfahrener Bergsteiger, hier Andinisten genannt. Sie säubern zunächst den Hang vom lockeren, rutschigen Erdreich, schlagen Metallstäbe in den festen Untergrund und legen eine Seilstrecke. Dann lässt man eine Arbeitsplattform bis zu den Gräbern an der Wand herunter. Helle Punkte über dem Abgrund, das sind unsere Helfer. Pablo, der Archäologe, umarmt sie noch einmal. Man weiß ja nie, was passiert. Mehrfach gesichert, schwebt Pablo an der senkrechten Felswand hinunter. Er macht das zum ersten Mal in seinem Leben. Nicht schlecht. Geschafft. Pablo landet auf der hölzernen Plattform vor den Gräbern. 110 Meter über dem Rio Colca. Jetzt ist Joachim, unser zweiter Kameramann, an der Reihe. Auch für Joachim ist diese Aktion eine Premiere. Er besteht sie mit Bravour. Und so bewegt sich ein Profi an der Senkrechten. Einer der Bergsteiger bringt den beiden ihre Arbeitsgeräte. Inzwischen haben wir Zuschauer bekommen. Indios aus einem nahen Dorf verfolgen das riskante Unternehmen an den Gräbern ihrer Vorfahren. Der Archäologe spannt zunächst eine Schnur vor das Mauerwerk, an der eine Wasserwaage befestigt ist. Damit schafft er sich einen künstlichen Horizont, von dem aus er die Gräber nach oben und unten vermessen kann. Die genauen Daten gibt er dann an seine Assistentin durch, die oben bei den Bergsteigern wartet. Pablo steigt in das enge Grab und löst eine der schweren Platten, mit denen die Kammer gedeckt ist.
Dann zeigt er uns einen Mörtelklumpen, an dem noch die Fingerabdrücke der indianischen Maurer zu erkennen sind. Der Archäologe stellt fest, dass die Abdeckung der Gräber teilweise eingebrochen ist, ähnlich wie bei den Totenhäuschen weiter unten. Im Inneren stößt Pablo auf eine harte Schicht aus Vogelmist. Die obere Lage wird aufgehackt, das zerbröselte Material in den Fluss geschüttet. Sind denn überhaupt keine Grabbeigaben da oder was? Also Keramik oder Textilien. Joachim, bitte kommen. Ja, der hat mir gerade erklärt, was los ist. Er meint jetzt, seit 2 Meter vollgeschissen alles. Verstehe. Die unteren Schichten des Vogeldunges werden in Plastikbeutel gefüllt und nach oben transportiert. Vielleicht enthält das Material doch irgendwelche Grabbeigaben. Aber als Pablos Assistentin den Sack öffnet, ist die Enttäuschung groß. Kein Metallstückchen, keine Keramikscherbe, nur Kot und kleine Vogelkrallen. Es gibt nur eine Erklärung für die leeren Gräber. Ihre Abdeckungen brachen schon früh durch Erdbeben ein. Die offenen Schächte wurden jahrhundertelang von Raubvögeln als Nistplatz benutzt. Sie fraßen alle organischen Stoffe und zerstörten den Rest. Noch heute streifen diese unvermuteten Grabschänder durch den Canyon des Rio Colca. Kondore. Mit den ersten Sonnenstrahlen starten die riesigen Vögel zu ausgedehnten Flugreisen. Sie nutzen die warmen Aufwinde für kraftschonende Gleitflüge. Mit einer Flügelspanne bis zu 3 Metern steigt der König der Lüfte mühelos auf 6000 Meter hoch. Kondore spreizen die Außenfernen ihrer Schwingen wie eine Reihe Finger und verschaffen sich so noch zusätzlichen Auftrieb. Ihre Flügelspitzen funktionieren wie Luftklappen und gleichen die Fallböen aus. Eine fantastische Aerodynamik. Im Gegensatz zu den eleganten Kondoren haben unsere Fluggeräte, aus denen wir filmen, große Probleme mit der Thermik. Der Colca Canyon ist ein regelrechter Windkanal, wo die Luftströmungen vom Meer und aus den Bergen aufeinanderprallen. Gegen Mittag schütteln heftige Turbulenzen unsere Maschinen durch. Wir brechen den Flug vorzeitig ab und landen bei einem Dorf in der tieferen Zone des Flusstales.
Hier herrscht ein trockenes, warmes Klima, in dem die Opuntie, eine Kakteenart, bestens gedeiht. Auf ihren großen Ohren siedeln sich mit Vorliebe kleine graue Schildläuse an. Ganze Kolonien überziehen die windgeschützten Teile der Pflanze mit einem weißen Gespinst. Diese Kulturen werden dreimal im Jahr geerntet, an der Sonne getrocknet und zermahlen. Die Cochinilla, so der spanische Name dieser Schildlaus, ist in den Dörfern am mittleren Kolka eine beliebte Handelsware. Sie geht von hier aus in die ganze Welt, heiß begehrt von der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Die unscheinbaren Tierchen enthalten den Farbstoff Karmin. Mit seinen 112 verschiedenen Rottönen wird er vor allem für Lippenstifte und italienische Aperitifs verwendet. Aber der Körpersaft der Cochinilla war schon vor Jahrhunderten ein hochgeschätzter, natürlicher Farbstoff. Er lieferte das Purpurrot für die Stirnbinden, die die Herrscher der Inkas und ihre Vorgänger als Zeichen der Königswürde trugen. Diese Schädel mit ihrem leuchtenden Kopfschmuck wurden nahe der Mündung des Flusses gefunden, der letzten Station unserer Reise. Westwärts auf der Panamericana. Traumstraße der Welt. Hier ein Asphaltstrich in der Wüste. Wanderdünen am Rand der fruchtbaren Flussebene. Hier liegt ein riesiger Friedhof, von Grabräubern durchwühlt, aber auch von den Archäologen gründlich untersucht. Immerhin fanden sie noch 120 Mumien. Die Toten waren als Bündel verpackt und in den 2 Meter tiefen Gruben beigesetzt worden. Laboruntersuchungen ergaben ein Alter von fast 2000 Jahren. Viele Schädel waren künstlich deformiert. Deshalb nannten die Wissenschaftler das Gräberfeld Friedhof der Plattköpfe. Heute liegen neben den verwehten Totenlöchern nur noch Stofffetzen und Reste von Decken, die aus Baumwolle gewebt waren. Der trockene, salpeterhaltige Boden hat sie über Jahrtausende erstaunlich gut konserviert. Jetzt ist dieser geschändete Friedhof nur noch ein Schauplatz der Vergänglichkeit alles Irdischen. Unterhalb des Gräberfeldes nimmt unser legendärer Fluss Abschied vom Festland. Er heißt längst nicht mehr Kolka, sondern Rio Camaná. Die tosenden Wildwasser aus den Gletscherbergen haben sich besänftigt und ein breites, flaches Bett gefunden. Nach 450 Kilometern endet der Weg des Flusses in einer friedlichen, unzerstörten Landschaft. Draußen nimmt ihn der Pazifik in Empfang.
Zum letzten Mal treffen wir einen Kondor aus dem Kolkatal. In engen Schleifen kreist er über einem Felsen mitten im aufgewühlten Meer vor der Küste und späht nach Beute. Sie ist reichlich vorhanden. Der mächtige Granitblock ist bevölkert von hunderten verschiedenster Vögel, von schwerfälligen Seelöwen und schlanken Seehunden. Das Wimmern und Gröhlen der Robben dringt bis zu uns herauf. Unter diesen Massen findet der Kondor sicher ein verendetes Tier als Beute. Vor Einbruch der Dunkelheit aber wird er wieder zurückkehren in sein Heimatrevier, zum Canyon der heiligen Vulkane.